Vergessen Sie die Niagara-Fälle in Nordamerika oder die Victoria-Fälle in Afrika. Wenn Sie nicht weit reisen und dennoch schwer beeindruckt werden wollen, dann sollten Sie unbedingt in den Südschwarzwald zum Wasserfall Todtnau reisen. Dort stürzt das Wasser fast 100 Meter in die Tiefe, umgeben von wunderschöner Natur. Und ab Sommer können Sie über diesen Wasserfall laufen. Eine Hängebrücke, die macht es dann möglich. Allein Ihr Bau ist bereits spektakulär. Christian Klaus hat die Bilder. Hoch oben, unterm blauen Himmel über dem Todtnauer Wasserfall, hängen zwei Stahlseile. Mächtige Stahlseile. Sie sind Teil eines Bauprojektes, das gerade im Südschwarzwald Gestalt annimmt. Vielleicht einer der aktuell spektakulärsten Arbeitsplätze in Deutschland. Ja, wir stehen hier vor der Fußgängerhängebrücke Black Forest Line. Die wird 440 Meter lang, bewegt sich nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts. Und das Ganze ist immer in Bewegung und das ist eine Verbindung hier vom Todtnauer Berg rüber auf die Wanderwege und über den Todtnauer Wasserfall. Also eine ganz spektakuläre Geschichte. Der Todtnauer Wasserfall. Mit 97 Metern Fallhöhe ist er der zweithöchste Wasserfall Deutschlands außerhalb der Alpen und vielleicht einer der schönsten. Ein Tourismusmagnet schon jetzt. Doch das geht noch besser, fand Roland Haag, Bauunternehmer aus Riedlingen. Seine Idee? Eine Hängebrücke über dem Naturschauspiel. Wir haben mit der Stadt Todtnau hier eine Vereinbarung gemacht. Es wäre ganz gut, wenn man die Todtnauer Wasserfälle mal von einem anderen Blickwinkel sieht. Und wir haben hier einen sensationellen Blick hier in dieses Tal, hoch nach Todtnauer Berg, teilweise fast auf den Feldberg, aber auch runterwärts Richtung Basel. Also ich habe hier einen Traumaussicht und unter mir läuft dann praktisch der Todtnauer Wasserfall. Und das ist einfach eine Touristenattraktion, die für mehr Besucher hier in der Schwarzwaldregion sorgen soll. Dafür arbeiten täglich etwa 20 Menschen an dem Bauwerk. Der Zeitdruck ist groß, trotz Winterwitterung. Die Eröffnung soll schon an Pfingsten gefeiert werden. Hey Männer, es macht immer quietsch, quietsch, quietsch. Chef sagt immer, muss machen quietsch, 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 quietsch. Bis jetzt liegen die Arbeiten im Plan. Rund 5 Millionen Euro muss die Firma von Roland Haag in die Hand nehmen, um das Tal zu überspannen. Ein Großprojekt, für das vom Monteur bis zum Ingenieur etwa 300 Menschen arbeiten. Ja, die Technik ist sehr aufwendig, was die Ingenieurleistung betrifft. Das heißt, wir beginnen eigentlich erstmal mit einer Auswahl des Standards. Dann geht es in die Planungsphase, wo man sagt, wie sieht die Brücke hier aus? Und dann werden die Pylone konstruiert. Und das Schlimmste sind eigentlich die Kräfte. Wo gehen die ganzen Kräfte hin? Es gibt Windkräfte, es gibt wie hier heute Schneekräfte, die dann auf der Brücke teilweise liegen. Und das muss dann über die Statik und die Prüfstatik errechnet werden. Das sind dann die Highlights, ja? Dass das Ganze auch sicher ist und dass jeder Kunde sich trotzdem wohlfühlt, auch wenn es vielleicht mal ein mulmiges Gefühl gibt im Bauch. Ein mulmiges Gefühl dürfen sich die Monteure über dem Abgrund nicht leisten. Ihre Arbeit, die 3,5 Meter langen Stahlelemente, von denen jedes allein rund 500 Kilo wiegt, Stück für Stück aneinander zu setzen, freischwebend 120 Meter über dem Talboden. Das erfordert eingeübte Handgriffe und ein wenig Improvisation. Also im Moment in der Richtung sehen wir gerade, wie der Steg gebaut wird. Wir sind jetzt ein Drittel oder nicht ganz ein Drittel haben wir jetzt fertig gebaut. Das heißt, mit dem Wagen wird immer ein Brückenteil 3,50 Meter rausgefahren. Anschließend werden die Seile unter der Brücke montiert. Das ist das Windseil. Ja, und dann kommt die Sicherheit links und rechts, ein Edelstahlgeländer und so weiter. Das sind circa 5-6 Wochen Arbeit jetzt, bis die Brücke die 440 Meter erreicht hat. Der Gitterlaufsteg, er wird getragen von den beiden mächtigen Stahlseilen, die sich über das Todtnauer Tal spannen. Insgesamt wird der Laufsteg am Ende rund 55 Tonnen wiegen. Die beiden Stränge müssen Wind und Wetter trotzen und theoretisch 1000 Menschen tragen können. Das schafft nur eine Spezialanfertigung.
das ist so stark, da könnte man Jumbo dranhängen. Also die haben richtig, richtig Power. Ja? Also an einer Seite, das wird ein Jumbo auch halten. Ja, aber da kommen auch die Kräfte. Also man muss einfach sehen, dass hier Windkräfte entstehen, dass hier 300 Leute vielleicht mal gleichzeitig auf der Brücke stehen. Dann bewegt sich das Ganze noch. Also da kommen schon auch Kräfte hin. Und dann deshalb zwei Seile, dass da wirklich auch die Sicherheit da ist. Zusätzlich wird hier ein Betriebsgebäude mit Besucherinformation entstehen. Die Hängebrücke soll das neue touristische Zentrum in der Region werden, für Jung und Alt. Und das ist für mich eine ganz tolle Herausforderung zu sagen, von klein auf. Also wenn die Kinder laufen können, bis unsere älteste Dame, die mich mal begrüßen durfte im Bad Wildbad, war 93. Also eine sensationelle Geschichte. Die haben Spaß. Und sowas sieht man natürlich normalerweise nur im Hochgebirge. Wir können es als Touristenattraktion hier darstellen. Das ist die tolle Herausforderung dabei. Bis es soweit ist, sind allerdings noch viele Schrauben festzuziehen. An Deutschlands vielleicht spektakulärstem Arbeitsplatz.